Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem neuen Video. Und zwar heute so eine Art Geschichte oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Also ich erzähle euch halt ein bisschen was über Shadolls. Das war ja mein Deck für längere Zeit jetzt. Bis ich halt vor kurzem eine Klaus gezogen habe. Und dann habe ich halt Shadoll verkauft. Obwohl, Niklaus werde ich jetzt dann noch bald verkaufen, weil mir das Deck nicht so taugt. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht heute halt um Shadolls, um das Deck allgemein. Weil mich mehrere Leute halt öfters mal fragen, ob es sich überhaupt lohnt, so viel Geld für ein Deck auszugeben, zu investieren, wenn doch die Preise immer so hart sinken und steigen und Banlist und dies und das. Wollte ich euch heute einfach mal ein bisschen was über das Deck erzählen, wie lange ich es gespielt habe, für wie viel ich es mir geholt habe, für wie viel ich es wieder lustig geworden bin und so, die Veränderungen halt dazwischen. Einfach so eine kleine Story darüber, damit sich Leute ein Bild machen können, wie sich so ein Deck im Laufe der Zeit entwickelt und was halt damit so passiert. Also fangen wir mal von vorne an. Ich habe es, glaube ich, November, habe ich es von so einem Typen aus den Locals gekauft. Ein guter Bekannter, also jetzt nicht unbedingt ein guter Kumpel, aber ein guter Bekannter. Hat halt Geld gebraucht. Ich habe ihm halt das Deck abgekauft für 270, alles komplett. Extra Deck und so. Sogar ein paar Side-Deck-Karten, also dreimal Fairywind war dabei und so, also war schon nicht schlecht. Er wollte zuerst ein bisschen mehr, aber ich habe es halt runtergehandelt. Er ist nach Marketpreisen gegangen, aber er hat halt nicht mitberechnet, dass man das immer ein bisschen niedriger reinstellen muss, falls man es wieder verkaufen will. Also sagen wir, eine Karte ist gerade für 15 Euro drin, dann werde ich es für 13 oder 14 Euro reinstellen, falls ich sie irgendwann mal wieder verkaufen will. Und außerdem immer 5% Gebühren abziehen und sowas. Dann haben wir uns halt dann am Ende auf 270 geeinigt. Das war echt nicht schlecht, also wie gesagt, war alles dabei, komplett spielbereit, mit Artifact Engine damals noch. Das war hauptsächlich das Teure an dem Deck, also 3 Sanctum, 100 und der Rest halt dann 170, gar nicht so viel eigentlich. Dann habe ich mit dem Deck eine Regions gespielt, glaube ich. Ja. Es lief mittelmäßig, also ich kann mich nicht an irgendwas Besonderes erinnern, aber war das mein erstes Turnier damit, war ganz okay. Dann habe ich damit auch noch bei einem Tag Team Turnier mitgemacht, bei uns in den Locals. War ganz lustig. Waren halt alle dabei und wir waren am Ende Top 4, glaube ich. Ja. So, mein Partner hat Satella gespielt. Das hat eigentlich gar nicht zusammengepasst, die zwei Decks, aber war trotzdem cool. Ich habe halt ständig die Artefakt-Sachen totgezogen. Deswegen, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Und dann kam auch schon die Januar-Banlist und Sanctum, also nicht Sanctum, Mogul-Tech ist auf 1 gegangen, aber das hat halt Sanctum sehr hart getroffen. Ist von 35 runter auf 15, 13, 15 gegangen. Deswegen werden wir jetzt mal rechts beim Taschenrechner von den 270 mal 100 abziehen, weil dieses Artifact Engine halt verloren gegangen ist und dadurch halt dann von dem Gesamtpreis mal abgezogen wird. Also ich konnte die Artifact Engine dann, glaube ich, noch für 50 verkaufen. Also habe ich sozusagen durch die Bandless 50 Euro Verlust gemacht, weil die Artifact Engine 100 Euro wert war. Aber dafür kann ja das Shadow Deck eigentlich nichts. Also ziehen wir von dem Gesamtpreis jetzt nicht 50 ab, sondern 100. Und 50 habe ich halt durch die Bandliste jetzt halt Verlust gemacht. Also spiele ich jetzt sozusagen nur noch mit einem Shadow-Deck, das 170 Euro wert ist. So, mit diesem neuen Deck, das habe ich jetzt dann halt auf Denko Seka Chaos-Variante da mit den ganzen Licht- und Schatten-Dragons da, Mini-Dragons und DAD habe ich das halt umgebaut. Denko Seka habe ich mir halt natürlich nur geliehen. Und damit habe ich halt ein PS4-Turnier oder Wii U-Turnier. Ich weiß gerade nicht mehr, was das war.
mitgespielt. War relativ erfolgreich, also habe ich leider gebabbelt. Letztes Spiel gegen Satella, richtig hart geknechtet. Einfach Diamond rausgebracht und ich konnte nichts dagegen machen. Aber lief trotzdem ganz gut mit dem neuen Deck, hat Spaß gemacht. Das war jetzt dann irgendwann im Januar. Dann kam halt Prüfung für mich, also habe ich erstmal eine Zeit lang nicht gespielt. Und es hat halt jeder angefangen zu labern, dass Shadol nichts mehr kann, Power Creep und so. Und wie gesagt, auf dem Turnier habe ich es auch echt gemerkt, dass Shadol ein bisschen schwächer geworden ist. Und ja, im Februar dann, nach den Prüfungen, als ich wieder Zeit hatte, kam mein Necros raus. Falls ihr das Opening gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich das Deck komplett gezogen habe. Also hatte ich jetzt Shadol und Necros und wusste halt nicht genau, was ich mit den Decks machen soll. Hab mich aber jetzt dann halt entschieden, Necros zu spielen und Shadol zu verkaufen. Wie ihr rechts immer noch sehen könnt, das Deck war jetzt also 170 Euro wert. Beziehungsweise ich musste noch 170 Euro wieder reinbringen, damit ich auf Ausgleich bin. Also ich habe dann von dem Deck ein paar Staples verkauft, so Warning, Ultra Rare und sowas, also einfach ein paar Staples für, sagen wir, 10 Euro ungefähr. Also ziehen wir rechts mal einen 10 ab. Dann habe ich halt ein paar extra Deckkarten, so wie Star Eater und Goyo und Leo, habe ich halt rausgetan für das Necros Deck. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die Karten wert sind. Also ich glaube nicht so viel, aber ziehen wir einfach mal einen 5er ab. Also 155 sind wir gerade. Müssten wir noch einnehmen, um wieder auf Ausgleich zu kommen. Ja, also ich habe das Deck jetzt dann verkauft für 120. Ist halt nicht 155, die wir noch reinbringen wollten, aber ich wollte es einfach loswerden und zwar komplett. 120 ist okay, war im Grenzbereich für mich. Also laut Taschenrechner sind wir jetzt dann noch 35 im Minus. Circa 35, also ich habe noch ein paar Karten behalten. Zum Beispiel habe ich einfach so ein Amadeus noch aus dem Extra-Deck behalten. Und die drei Ferrowind aus dem Side-Deck meine ich. Also ich glaube mal, ein 5er oder so kann man schon noch mal von den Kosten, Gesamtkosten abziehen. Dann sind wir ungefähr bei 30 Euro, die wir noch aufstehen haben. Mein 30 Euro jetzt dafür, dass ich das Deck fast 5 Monate gespielt habe, ist, denke ich mal, echt in Ordnung. Vor allem, wenn man sich immer so anhört, wie Yu-Gi-Oh! Doch so teuer ist, wenn man Meta-Deck spielt und so. Und dass man eigentlich alle 3 Monate jedes neue Set, jede neue Bandlist sich eigentlich ein neues Deck holen sollte. Denke ich, ist 30 Euro dafür jetzt ganz okay gewesen. Vor allem kommt im Mai halt dieser neue Shadow raus, Wasserfusion. Und hätte ich Necros halt nicht gezogen, dann hätte ich es auf jeden Fall noch weiter gespielt und das Deck lebt auf jeden Fall immer noch. Das hätte dann jetzt dann 2 Bandlisten überlebt. Falls der neue rauskommt, geht es ja dann immer noch weiter mit dem Deck. Also bis zur 3. Bandlist und dann ist das Deck auch schon fast ein Jahr alt. Also wenn man sich das jetzt so anschaut, dann kann man halt schon sagen, dass es sich schon lohnt, ein Deck sich zu holen und ein bisschen Geld drin zu investieren, um dann halt mal Meta zu spielen oder so. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass es nur ein paar Monate hält und dann muss man sich komplett neues Deck kaufen und dann hat man ein paar hundert Euro Verlust oder so. Also ich hoffe, ich konnte damit ein paar Anfängern, ein paar Spielern weiterhelfen und euch das näher bringen, wie sich so ein Deck entwickelt. Preistechnisch und spieltechnisch so. Über die Zeit hinweg und Bandlist und sowas und neue Karten und so. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Hinterlasst einen Kommentar, liken, subscriben. Checkt unsere anderen Videos ab und ansonsten war's das, Leute. Und ciao.